oder? Ja. Und der zweite Teil von unserer zweiten Session. Grüß euch zurück. Noch eine halbe Stunde aufgenommen und wir können auf Start gehen. Wenn du Und es geht möchtest. los. Ja. Hurra, es geht los. Aha, Space hat mal nichts gemacht. Aber. Wenn du willst, kannst du dich versuchen, aber auch bei mir macht es nichts. Ah, okay. Scheinbar meine sehr langsame Spielgeschwindigkeit, aber das ist in Ordnung. Okay, da Ja. passieren schon Dinge. Ich krieg Messages. Oh, verdammt. To the Grey, bla 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 bla. Ja. Sie wollen alle heiraten, das ist okay. Okay. Ja. Okay. Verdammt, zu viele Dinge auf einmal. Ja, da passieren einige. Wir werden einmal auf Pause drücken, weil am Anfang geht's los. Das ist vielleicht Okay. jetzt, damit wir einen Überblick haben, was in diesem Reich Yay, meine überhaupt. Söhne sind verheiratet. Jetzt bin ich glücklich. Und ich bin verheiratet. Ich bin auch glücklich. Ich zeige euch gleich meine Frau. Zuerst verschenke ich Na, dieses warte, ich schau mal in dein Zeitalter. Reich hinein, um zu sehen, wenn du geheiratet hast, damit ich das in meinem Stream auch sehe. Alpatita ist ein Land? Nein, Katja. So, da bist du. Mariam. Shaika Mariam. 16-jährig. Ja, ich habe die Jüngste geheiratet. Meine Söhne haben alle eine ältere Frau gekriegt. Ihr Vater ist Prinz Mohammed von Ja, ihr Vater ist mein Dings, mein irischen Lehnsherr. Scheich. Ah, alles klar. Also, Das ist damit. natürlich eine gute Partie. Ja, ziemlich. Mit etwas Glück sterben ihre Brüder. Also, stirbt ihr Bruder. Oh, der Arme. Der ist erst 14. Also in diesem Reich sind schon sehr viele. Oh. Was? Naja, es sind einige Parteien gegründet worden im Abbasidenreich in den letzten Jahren. Ach so, das meinst du? Ja. So weit schaue ich noch gar nicht, mein Lieber. Ich schaue mir mal meine Frau an. Passt. Und das ist die Ah, Frau von meinem Bali Sohn. ist Die ein Amt. passt sogar super dazu. Ich weiß, du hast ein anderes Bildset, aber sie ist dick und mein Sohn ist dick. Aha. Al-Turki. Die ist Araberin. Ich habe meinen Sohn eine Araberin zukommen lassen. Oh, ich stelle mit Entsetzen fest, dass mein Emir einen neuen Großvezier ernannt hat, der nicht ich bin. Aber ich hoffe, er wird bald seinen Fehler erkennen, weil dieser Großvezier ist nicht diplomatisch. Die Prosperity Faction. Schau dir was an. Und die Independence Faction. Oh, das klingt ja gut. Und die Hochzeit? Glory Faction. Hunter, ich habe nicht geheiratet. Odo hat geheiratet. Und der wird dich sicher nicht einladen. Meine eigene Hochzeit steht das bevor und ich werde dich einladen dazu. Echt jetzt? Du lädst die Leute ein zu deiner Hochzeit? Allerdings werde ich erst heiraten, nachdem ich Großvezier geworden bin. Das habe ich gelobt. Das ist okay. Bevor ich nicht zum Großvezier Du ernannt werde, meinst, du hast ja werde ich schon nicht einen Sohn, du heiraten. musst es nicht riskieren. Du Richtig, ja. kannst es riskieren, einfach unverheiratet zu bleiben. Obwohl ich glaube, spieltechnisch bringt es gute Vorteile, wenn man verheiratet ist. Ja, natürlich, weil die Frau deine Werte versteigert. Die Versteigert, erhöht. werden zu deinen, die Hälfte, die halben Werte deiner Frau werden zu dir dazugezählt. Zu deinen eigenen Werten. Ja, das kann Irgendwie ich so. gerade in Diplomatie. Gut, ich drücke dann wieder auf, ich anpause wieder, Was? wenn ich Wie? darf. Ich Was? Anpause wieder, wenn ich darf. Ja, Warte, muss er hier ist halt. eine neue Ach so, nein, Message. warte, ich brauche noch eine Dings, ich brauche noch eine Ambition, stelle ich gerade fest. Ich Oh, habe das Spiel geheiratet. sagt mir, dass ich auf eine Hatsch gehen darf, wenn ich will. Was? Das Spiel sagt mir, ich könnte auf Hey! eine Hatsch gehen. Ja, mir hat es das auch schon vorhin gesagt. Und es ist super, dass ich verheiratet bin, weil ich kann jetzt zwei Länder in meiner Domain haben. Meine Frau ist nämlich Stewardship so gut, dass sie mich verbessert. Ich mag meine Frau. So, was wollen wir denn? Wollen wir eine Tochter haben? Oh, ich sehe gerade, wie ich an Pietät komme. Ich glaube, das ist etwas Ähnliches wie ein Ablasszahlen für meine Sünden. Gibt es bei der Intrige?
Sadaka heißt es offenbar bei den Moslems. Okay. Win a war, no. Amass wealth, no. Naja, nicht Sadaka for my sins heißt das. Das ist relativ weit unten. Ich nehme an, du hast das auch. Man zahlt Gold und bekommt Pietät. Und das will ich. Das werde ich sofort machen. Okay. Ah ja, meine Pietät ist gesteigert. Ist gestiegen. Ja, ich glaube, ich mache das. Ich werde versuchen, meine Diplomatie zu steigern. Was sagst du? Das ist in den Intrigen. Wo finde ich das? Observe Ramadan. Ah ja, give Sadaka for my sins. Oh, ich habe immer noch nicht genug Pietät, um meine Bürger höher zu besteuern. Das ist natürlich nicht gut. Du brauchst Pietät 50. Ja, die ist aber noch nicht hoch genug. Darf ich das noch einmal machen? Wenn du wahrscheinlich genug Geld hast, weiß ich nicht. Oh, wenn ich Geld haben will, dann muss ich die Juden vertreiben, aber das kostet mich 100 Prestige. Das werde ich nicht tun. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, weil ich hätte auch ganz gern einen frommen Herrscher, einen frommen Mann im Land. Das mache ich doch glatt. Achso, beziehungsweise nein, ich will gerne die Städte besser besteuern. Obwohl, meine Städte sind schon moderately besteuert. Sind deine auch schon so hoch besteuert? Nein, eben nicht. Das würde ich gerne, dass sie so besteuert. Oder Moment, Moment. Bist du dir sicher? Weil, naja, doch. Es gibt zwei Einstellungen. Ja, ja. Das eine ist zwischen Steuern und Truppenaushebung. Bürgerfokus, das andere ist Bürger Obligations. Obligations, genau, ja. Und meine Obligations sind auf Minima und mein Fokus ist Richtung Levy. Ah. Ah nein, nein, Fokus ist leicht ist Richtung Levy. Ja, also du kannst. Achso, nein, wenn nein, du Blödsinn. Das änderst, kannst du die Steuern erhöhen, aber dann verminderst du die Levy oder umgekehrt. Während bei den Obligations erhöhst du beides leicht. Dafür mögen dich deine Vasallen, glaube ich, weniger. Und es kostet dich Pietät. Ah, oder? Nein, das andere kostet auch Pietät. Ich gehe jetzt nochmal die mögliche Intrig entscheiden. Hm? Verstehe. Ah, ich kann jetzt. Das heißt nur, dass du dich mehr um deine Bürger kümmerst. Ich habe jetzt genug Pietät, um einen Holy Man an den Hof zu rufen. Mhm. Und das werde ich jetzt tun und ich hoffe, er kann das. Ja, das werde ich doch tatsächlich auch machen. Dann werde ich auf den Holy Man doch tatsächlich noch verzichten. Verhart ist leider ein Schwammerl. Er wird trotzdem Ja, besser ein Schwammerl als gar niemand, oder? Wird Ruf immer werden, weil ich sonst niemanden habe. Mal anschauen, nachher meine Dings, meine. Immerhin mag ich. So, ist hochgefahren geworden. Was mache ich mit dir? Mhm. Ich werde ihn kontrolliert durch den Hinweis. So. Heiraten will von euch, so wenigstens become a skilled fighter. Du bist eh schon mal Marshall. Das ist gut, dass du ein skilled fighter werden willst. Ich habe da ganz seltsame Religionen bei mir im Court. Ich habe da so ein komisches Rad und da steht Manichäen dabei. Was ist Manichäen? Okay, mir wird wieder nicht zugehört. Ich höre dir zu, aber ich weiß auch nicht, was man nicht hier ist, obwohl ich schon immer gehört habe. Ich meine, wir sind fast alles Sunniten. Aber ich habe auch ein paar Schiiten bei mir im Land. Harbin zum Beispiel. Deine Länder sind teilweise schiitisch. Was? Meine Länder? Ja. Kadis Ja ist schiitisch. Und Al-Badiha ist auch schiitisch. Deine beiden Wüsten, also die zwei eigentlich zwei reichen Gebiete sind sunnitisch, genau. Ja, ist eh klar, das gehört ja
heutzutage, glaube ich, zu Saudi-Arabien schon dazu. Ja, das würde erklären, dass es sunnitisch ist. Aber lange sind die eh nicht mehr bei mir. Hafa gehört ja eher schon meinem Sohn, also so gesehen. Aha. Na, mein, Wenn du dir das die anschauen ganzen würdest. kurdischen Länder, die meinem Emir unterstehen, sind alle streng sunnitisch. Und das ist ein bisschen eine Ausnahme, weil es gibt da Zoroastra, Ja, ich sehe es gerade. ziemlich viele Zoroastra gibt es im Es gibt die östlichen Parsen. Abbasidenreich, ja. Ja, da, aber Zoroastra gibt es bei mir in der Nähe eigentlich auch. Und es Und gibt auch Zoroastra bei mir in der Dings im Land, glaube in Ägypten sind sehr viele Kopten und im Westen von uns sind schon Christen. ich. Ja. Klar, da ist das Byzantinische Reich. Ja, nein, auch schon auch außerhalb des Byzantinischen Reichs, Ja, ich dieser glaube, das kleine. sind Vasallenstaaten vom Byzantinischen Reich, oder? Ja, die sind unabhängig, aber christlich, wenn auch verschiedene christliche Richtungen. Wobei die Vorsilbe all bei einem Reich ist einmal ein Hinweis, dass der Herrscher ein Sünder ist, würde ich sagen. Ist es das? Ich weiß nicht. Du kannst die Observer fragen. Da gibt es einige von denen möglicherweise, die aus solchen Regionen kommen. Saibi. Oder zumindest irgendwelche Familien von denen. Da gibt es nördlich vom Kaukasus gibt es auch eine Provinz, die zoroastrisch ist. Ja. Finde ich lustig. Also Ja, das. ursprünglich kommen Zoroastrier aus Persien und dort sind sie auch am weitesten verbreitet. Ja. Das ist wirklich ein Fleckerlteppich hier. Na gut, wir haben auch erst 867. Der Ja. Islam ist gerade Naja, mal 200 nein. Jahre alt. Weil historisch betrachtet hat der Islam sich innerhalb der ersten 100 Jahre seines Bestehens schon sehr schnell sehr weit ausgebreitet. Gerade im westlichen Bereich, ungefähr so weit fast, wie er heute verbreitet ist, geografisch. Nach Osten hin ist später noch was erfolgt, aber gerade Nordafrika und der arabische und Naja, Raum und Spanien. Zweistromland sind sehr schnell muslimisch geworden. Ja. Ja, Persien und Anatolien sind halt hier noch nicht muslimisch. Das sind sehr später geworden. Und auch in Indien ist der Islam noch nicht so verbreitet, wie es immer wird. Na gut, ich würde wieder anpausen, wenn du Ja, so willst. mach gleich weiter. Ich schau mal eh nur irgendwas an. Ich warte darauf, dass ich wieder Großvezier werden darf. Ja, die Hartschalten. Mein Sohn hätte gerne eine Allianz mit mir. Ist das schön? Aha, du hast eine Allianz, wird mir gerade mitgeteilt. Ja, Mit mit meinem Scheich Sohn. Mohammed. Mit meinem Ah, Sohn. okay. Den ich Ich hätte das doch nicht Gelübde als gegeben habe. interessanten Charakter titulieren sollen, weil jetzt kriege ich immer Nachrichten, wenn du irgendetwas I'm machst. deeply honored. Von wem? Has heard of me giving. Ah. Okay, warte, Ich habe was Komisches Blessings passiert. gekriegt. Ich habe 25 Pietät noch zusätzlich gekriegt für die Sadak von meinem Kalifen. Wie darf das sein? Ja, weil ich einfach nett bin. Weil ich Was einfach. ist dieser Dhaka eigentlich Ich habe gewesen? keine Ahnung. Auch das könntest du unsere Zuhörer fragen. Einige von denen sind nämlich Moslems. Wenn es stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind mit anderen Dingen beschäftigt, als uns zuzuhören. Das weiß ich nicht, ja. Achso, ja, stimmt, du hast recht. Ich dachte, dass du bei der Intrige irgendetwas gemacht hättest, was die Was? Sadaka ist. Aber das heißt, ich kann jetzt meine Bürger-Obligations erhöhen. Das ist gar nicht einmal so Wenn ich auf eine Harsch. blöd. Was? Wieso Na komme ich jetzt ja. auf Pietät minus 29? Ich habe doch nur Nein, 50 zahlen müssen. Okay, auf eine Harsch zu gehen, nützt mir momentan überhaupt nichts. Ah, vielleicht, weil ich eine zu große Domain habe, kann das sein?
Apropos Domain, ich muss mal meinen Sohn fragen, wo der zweite Pass haben will. Warum will ich mein Lehns ja nicht mehr zum Großvezier nennen? Ich bin ein bisschen irritiert. Was? Hat jetzt den Großvezier haben. Dings, ich kann ihm nicht einmal mein zweites Land geben, meinem Sohn. Ich will es aber nicht dem Jüngeren geben. Das ist ärgerlich. Übrigens, der begehrteste Junggeselle auf der, also im ganzen Reich ist Prinz Abdallah, das Abbasid-Reichs. Das ist der Sohn unseres Kalifen. Der Sohn vom Kalifen? Ja. Wenn ich eine Tochter hätte, würde ich, obwohl die hätte keine Chance, sehe ich an der Ring. Möglicherweise ja. Aber warte mal, da rennen irgendwelche Truppen rum. Heißt das, ich anpause wieder, ja? Ja. Mach an Pause. Da gibt's irgendein kriegsähnliches Ding. Und ich sehe keine aktiven Truppen irgendwo gerade. Ja, da bei unserem Dings in Ägypten. Meine ich. Naja, tatsächlich. Ja, da wird belagert. Aber wer wird belagert? Wer ist das? Ja. Es gibt da Rebellionen gegen den Herzögen. Bist du auch bei uns? Nein, du bist nicht. Du meinst Emir. Okay. Ja, genau. Einer von unseren Herzögen kämpft gegen das Reich der Norden. Ah, das sind irgendwelche eigenständigen Reiche. Wie heißen die? Das ist der Herr. Emir Jabir of Al-Midlici Amirat. Was? Wieso pingelst du? Ja, das ist, glaube ich, für dich relevant. Vessel Contract of Ahmad Al. Was? Das verstehe ich nicht. Habe ich jetzt einen neuen Lehnsherrn? Nein, Ahmad ist jetzt. Ich ist jetzt. Hat jetzt einen neuen Lehnsherrn bekommen. Vessel Contract of Ahmad. wer ist Ahmad? Panda? Ja. Du kannst es aber schon hören, oder? Wen? Ich wüsste jetzt nicht, was das für mich zu bedeuten hat. Weil ich habe noch immer meinen gleichen Lehnsherrn. Mein Lehnsherr. Nein, ja, das betrifft Ägypten. Mhm. Also den Emir von Ägypten. Nein, der Sultan. Ja, der aber ist trotzdem. Sultan, aber er ist trotzdem nur Herzog. Ich habe keine und Ahnung. Ihm ist ein. Der Ahmad al-Tulini ist, weiß ich nicht, aber ich nehme an, ein Scheich ist ihm unterstellt worden, der irgendwo, weiß nicht, am Sinai oder so ist. Al-Kayani. Das betrifft auch den Aufstand dort, nehme ich an. Ist das aber ein das Aufstand? Ist, es schaut nicht aus wie ein Aufstand. Ich drücke wieder auf, ich drücke wieder auf. Also. Ja, was auch immer. Ich werde das Kommandant meines. Kann das sein, wenn man eine zu große Domain hat, dass man dann mehr zahlen muss für solche Sachen? Nein, man kriegt weniger. Ach so. Ha! Ah, kurze Pause. Was das war's. Was? Ich bin als Kommandant meines Emirs zurückgetreten und er bietet mir wieder an, Kommandant zu werden. Das will ich aber nicht. Ja, wieso willst du das nicht sein? Ist doch wurscht. Ich will Großvezier sein. Es könnte sein, das Spiel ist manchmal undurchschaubar, dass ich deswegen nicht Großvezier werde. Kommandant ist nur eine Minor-Sache.
kannst du sogar noch Großvizier sein. dann sterbe ich in deiner Schlacht. Nein, ich will nicht Kommandant sein. Ich lehne ab. Ja, So. Wenn er eine Schlacht führt, und wenn er Schlacht führt, dann gehst du halt wieder weg von dem Posten. Bis zu dem Zeitpunkt. Außerdem, er wird dir das nicht geben, wenn du ihm ständig vor den Kopf stößt. Er hat einen Job für dich und was machst du? Du sagst ihm nein, das will ich nicht. Er mag mich momentan recht wenig. Das kann ich mir vorstellen, wenn du ihm ständig sagst, er kann dich gern haben. Meiner mag mich. Na gut, liegt vielleicht daran, dass ich sein Schwiegersohn bin. Aber. Ja, der hat geheiratet wieder. Spielt der? Mein Lehnsherr hat eine 16-Jährige geheiratet. Das ist ja wohl nicht wirklich sein Ernst. Ja, ich denke vor, noch mehr Kinder zu kriegen. Er hat Ich schaue mir gerade den Regenten unseres Kalifen an. Der Kalif hat auch einen Regenten. Ja? A merchant caravan from distant lands has arrived at the gates of your stronghold. Their leader, a jovial man of massive girth, pleads with you in strange accent to grant them shelter from the elements for the night. Very well, let them in. Oder, no, die ich drücke auf Pause, weil... Okay, ich drücke auf Pause. Also du hast auf Pause gedrückt, ja? Ha! Endlich! Was denn? To the Honorable Scheich Bilal Hetzebane, das bin ich. Blessings upon you and your house. We would like to appoint you to Chancellor. What do you say? Accept. Ich werde... Du musst natürlich sagen, was? Was ist das? Seid überrascht! Was? Okay, gut. Warte mal, ich habe irgendwelche Händler, die vor meiner Tür sind, die Shelter wollen. Ich frage mich gerade, Shelter from the Elements, was heißt das in meinem Fall? Wüstensand? Soll ich ihn reinlassen oder draußen lassen? Glaubst du, raubt er mich aus, wenn ich ihn reinlasse? Wer weiß? Ah, ich bin charitable. Let them in. The world is a dangerous place and devious plots are everywhere. Rumors have reached you that people are conspiring to kill your son. Echt jetzt? Muhammad al-Afshin. This is worrying. Könnten wir das mit unserem Sohn sagen, dass es Leute gibt, die ihn umbringen wollen? Kann man das? Weißt du das? Nein, weiß ich. Plot to fabricate, plot to kill, bless with luck, declare war, dissolve alliance, non transfer vassalage, arrange marriage. Wieso kann ich für die noch eine Marriage arrangen? Ah, wenn man mehr als eine Frau haben kann, gell? Ja. Ja, was auch immer. Sobald du das abgeschlossen hast, ja, ich bin fertig. Mach weiter. Im nördlich des Abbasidenreichs zwischen den Reichen Haik und Al-Kaisi ist ein Krieg ausgebrochen. Haik und nein. Al-Kaisi, oder wie? Das ist, ja, das ist im Wesentlichen im Nordosten meiner... Ja, ich sehe sogar die Truppen, die sich dagegen Haik, die Schädel einschlagen. Haik apostolisch-christlich und dürfte Al-Kaisi angegriffen haben aus religiösen Gründen und ihn das erobern, wenn ich es richtig lese. Warte mal, die wollen unsere fellow sunnitischen Freunde umbringen und ja. Eingliedern in ihr heidnisches, genau. Christliches Reich. Ja. Nein, es geht nur um eine Region. Oh, die finde ich nicht. Es hat allerdings schon ein weiteres muslimisches Reich. Haik hat einen Typen, der heißt Emir Abul Ward als Chef. Das Al-Marwani. Ah, das ist nochmal westlich davon. Ah, das sind zwei muslimische Reiche, die verbündet sind. Warte mal. Ja, wir lernen nämlich unsere Nachbarn kennen, quasi auf die Art. Es ist eher mein Nachbar als deiner, aber es ist ein Nachbar des Abbasidenreichs. Ich habe keine Nachbarn. Meine einzigen Nachbarn Kais. Sind die Wüste. Naja, Kais hat im Südwesten. Ja, ich habe Kais im Südwesten. Ich hoffe einfach, dass Kais sich denkt, wir sind so arm, wir sind so Wüste, wir greifen nie irgendjemanden irgendwo an. Das sind auch Sunniten, das dürfen Freunde sein.
Nein, ich habe sogar noch einen Nachbarn, Al-Yamaha. So, also ich bin Großvezier jetzt wieder geworden. Das heißt, ich werde gleich meine Ambitionen erfüllt haben und als neue Ambition haben, dass ich heiraten will. Das heißt, ich will kurz anpausen. So, pausiere wieder am 1. Mai. Warum? Ich habe meine Ambition erfüllt. Ich bin Großvezier geworden. Damit habe ich meine Diplomatie um 1 erhöht. Die ist jetzt um 24 auf 25 gestiegen. Morg. Ich darf eine neue Ambition wählen. Das wird die Ambition sein, dass ich heirate. Du willst Jetzt, was heiraten? ich will heiraten. Ich will eine Frau heiraten. Warum? Sag ich zu meiner Frau. Die werde ich jetzt suchen. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich finde, die Tochter eines irdischen Steichs zu heiraten suchen. Allerdings, die haben alle keine Töchter. Es gibt sehr wenig Frauen, stelle ich fest. Naja, liegt vielleicht auch daran, dass jeder Mann mehr als eine Frau haben kann. Also selbst wenn wir gleich gesät sind mit Männern und Frauen, so gibt es auf jeden Fall einen Frauenunterschuss, wenn du mehr als eine Frau heiraten Ja, kannst. so, ich suche Das ist gerade pure Mathematik. Kurdinnen, die es gibt. Kurdinnen. Ja, warte mal, sie müssen unverheiratet sein, das kann man ja alles einstellen. Ja. Ui. Wieso müssen es Kurdinnen sein? Weil ich Kurde bin. Na und? Ja, du hast recht, aber trotzdem, ich schau mal, ob ich. Also Aha. ich passe mich einfach an die Situation an und ich habe Araberinnen geheiratet. Da habe ich eine Lüsterne, die an meinem Hof ist, die muss mich heiraten. Die hat sogar gute Werte. Ich schaue Warte, nur, ob warte, sie warte. ein Genie Ah, oder das ist so eigentlich etwas gar keine ist. schlechte Idee. Ich werde doch schauen, ob ich im Hof jemanden heiraten kann. Als Zweitfrau. Gar keine schlechte Idee. Na, die hier ist nicht so begabt. Will sogar heiraten, die gute Frau. Also es gibt zwei Hofdamen, die ich vielleicht heiraten könnte. Die gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, die werde ich heiraten. Das kostet mich, glaube ich, Prestige, weil sie nur am Hof ist und kein. Jetzt Stewardship 16. Bist du irre? Die ist westsyrisch, was den Glauben betrifft. Das wäre eine Christin. Und sie ist deaf. Das ist gut. Die kann mich nicht hören, wenn ich ihr einen Blödsinn erzähle. Na gut, ja, ich werde dieses Weib heiraten. Ich will weitere Söhne haben. Sie muss mich heiraten, leider. Ihr Problem. So. Die Ambition zu heiraten wird schnell erfüllt sein, nehme ich an. Chip Ah, 20, es wird 10 kurdisch. Pietät. Was sagst du? Na, sobald ich heirate, ich habe schon geheiratet. Das ging schnell. Ja, Die weil hat du sie ja nicht nicht lang fragen überlegen können. musstest. Ja, sie war in meinem Hof, die hat keine Wahl gehabt. Ja, das heißt, ich habe gleich wieder eine neue Ambition gewählt. Ich anpause wieder kurz. Entschuldigung. Ich bin gerade dabei, eine Zweitfrau zu finden. As evening Die falls, und nächste. außerdem habe ich gerade wieder ein Ereignis. As evening falls, the fat merchant sits by the fire and regales you and the rest of the court with stories of his travels. His appetite seems insatiable. But as you do not wish to prove a poor host, you order for your servants to bring in a second serving. Na super, der frisst mir die Dings, der frisst mir die Haare vom Kopf. Tell us more about this mythical realm of Hindustan. Nein, geh schlafen. Ich bin viel zu freundlich für diese Welt. Okay. Ich habe gerade eine lange Latte von möglichen Ambitionen, die ich erst alle anschauen muss. Okay, und ich werde wohl wählen, dass ich meine Intrig erhöhe. Du musst 8 erreichen, dann kriege ich 100 Prestige und ich habe schon 7. Also ich sehe die Chancen. Oder ich könnte eine Tochter haben wollen. Ja, Meine Frau ja. ist lüstern. Nein, ich will eine Tochter haben. Es gibt doch nur 10 Pietät. Egal, ich will eine Tochter haben.
was Dann müsste bringt mir es dir Frau, sollte eigentlich, ich eine das zweite machen Frau lassen? zu haben? Du kriegst eine größere Chance, dass du Kinder kriegst, nehme ich mal an, oder? Wahrscheinlich, ne? Weil Ja. ich glaube, zu den Werten zählt die nicht mehr dazu. Was ein bisschen doof ist, weil die ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, Aber meinem ich nehme Dings. an, es bringt weitere Vorteile, da müsste man sich wieder die Informationen ein bisschen anschauen. Wurscht. Ist egal, ich habe mir jetzt eine zweite Frau geschnappt. Sunny man can have up to Schon four allein deswegen. wives unless they Naja, du hast halt mehr am Hof. Ja, schon allein deswegen, Du damit kannst ich die Jungen mit anderen. irgendeinen Enkel oder Sohn oder sonst was besser ausbilden kann, weil die ist nicht schlecht. Die hat immerhin Diplomatie 20. Also es sieht übrigens so aus, als ob in dem Krieg nördlich vom Abbasidenreich die Entscheidungsschlacht gerade jetzt geschlagen wird und sie schaut relativ einseitig aus. Und zwar für die Christen, wenn ich das richtig sehe. Das ist Wir echt haben arg. 4000, über 4000 Mann gegen knapp 1000. Das schaut eindeutig aus. Ja. Okay, ich anpause wieder. Ja, tu das. Also im Süden ist das nicht ganz so klar. Was? Dom? Wieso hab ich ständig irgendwelche Ereignisse? Dom Breaks? Warte mal, ich muss glaube ich auf Pause drücken, damit ich die Sachen durchkriege. Okay, ich bin verheiratet ein zweites Mal. Das ist mal ganz gut. Und wie drehe ich auf Pause mit Space? Also ich drücke oben Ah auf den ja, Pauseknopf, wo ich auf Pause drauf gehe. rechts neben dem Ah ja, Datum, ist das genau, gerade. ja. Ja. So, was ist das? Dawn breaks and the caravan prepares to move on. Endlich. The merchant insists on leaving your gift. Hey, vielleicht war es doch keine schlechte Idee. As thanks for your great hospitality. He shouts a terse command in a foreign language and a young man comes forward. This Eunuch? Wie sagt man Eunuch auf Englisch? Eunuch, Eunuch Eunuch. will serve you well, the merchant says. His loyalty to you, his new master, shall be beyond reproach. Oh, ich hab Vater geschenkt gekriegt. That is very kind. I accept your gift, oder no, you may keep your servant. You decline the gift. Na, wir nehmen ihn doch, glaubt. Was kann Vater? Er ist ein Steward. Schau an. Ich glaube, den kann ich gleich in meinen Council reinnehmen. Für Steward ist bei mir eh nicht so gut. Jo, ich kann gleich Vater reinhauen. Oh, ich habe einen Fehler gemacht gerade. Das ist okay. Was hast du Ja. denn gemacht? Ich habe nicht gesehen, dass ich der Guardian meines Sohnes bin. Jetzt habe ich ihm einen neuen Guardian bestellt. Naja, was soll's. Ist das Ich dumm, glaube, wenn er es jetzt ist schon einen ganz neuen gut. Guardian hat? Ja, weil manchmal Entscheidungen fallen für den Sohn und wenn du sein Guardian bist, triffst du die Entscheidungen und sonst die AI irgendwie macht. Aber was soll's, wird mein Sohn halt Das ist schön, meine zweite Frau irgendwas. hasst mich im Übrigen. Ja, wahrscheinlich, weil du so eine zweite Frau hast. Ja, außerdem ist sie Koptin. Das ist auch ein Fehler. Warum heiratest du eine Koptin, Und Christin? ich sehe jetzt gerade, sie ist auch Silas und Infidel. Also, nein, Infidel heißt, dass sie Koptin ist, aber Silas ist, glaube ich, auch nicht so gut. Zumindest nicht zu meinen Dings. Nicht zu meinem Lustful. Ist okay. Ja. Brauchst du noch irgendwas? Dann gehe ich nämlich weiter. Nein, du kannst heute was machen. Ist okay. Sie muss mich nicht mögen. Das mag jetzt vielleicht etwas grausam klingen. Ah, warte mal, ist schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Ist das arg? Naja. Ja, ich drehe wieder auf Pause. Also ich drehe wieder meines ab. Machen wir noch Ja. eine halbe Stunde dann? Gerne, ja. Ja, dann. Vor allem, nachdem ich geschrieben habe, dass wir grundsätzlich so bis Mitternacht machen, auch wenn das nicht immer so weit gehen wird, aber Echt bis halb jetzt? Das zwölf hast du können wir geschrieben? machen, ja. Ich weiß nicht, ob ich das so lange durchhalte, aber gut, soll Ja. sein. Ich Nein, wünsche machen wir jetzt noch mal eine Session. meinen Leuten viel Spaß. In etwa 4 Tagen oder so wird das online gestellt werden. Und tschüss.